Hallo zusammen und willkommen zu meinem Let's Play von XCOM 2 mit Long War 2. Ich wollte eigentlich noch warten, denn die Modifikation ist noch nicht allzu lange draußen. Es kam jetzt allerdings der erste Patch und der hat dermaßen viel gefixt, dass ich einfach anfangen musste. Wie der ein oder andere ja mitbekommen hat, wahrscheinlich spiele ich Long War schon seit einer ganzen Weile. Also es müssten über 340 Folgen oder so inzwischen sein bei XCOM 1. Was mir allerdings nicht so viel helfen wird bei dem Spiel selber. Aber es sagt mir auf jeden Fall schon mal, dass die Modifikation das Richtige für mich sein wird. Weil es macht das Spiel um einiges komplexer und es macht das Spiel um einiges schwieriger. Und gerade wenn man Iron Man-artig spielt wie ich, also ich spiele eigentlich Iron Man, nur kann ich es nicht anklicken wegen Let's Play und so. Gerade wenn man das so spielt, ist es genau das Richtige. Weil hier kann man auch Fehler machen und hier wird man auch Fehler machen. Man kann sie aber auch ausbügeln. Das kann man im Vanilla-Spiel normalerweise nicht. Also zumindest bei XCOM 1 ging das nicht. XCOM 2 ist da ein bisschen offener. Aber es fehlte mir einfach zu viel Content. Also ich habe XCOM 2 einmal komplett durchgespielt, ohne Add-ons allerdings. Und es war selbst auf der zweitschwierigsten Einstellung kein größeres Problem. Und das fand ich schon irritierend. Und man merkte einfach auch, da fehlt was. Da kommen noch Add-ons, die Content einfügen. Die kamen dann auch, aber es wartet doch nicht so viel, wie ich eigentlich dachte. Deswegen habe ich halt auf Long War gewartet und Long War ist jetzt da. Ich möchte mit euch anfangen. Ich habe also Erfahrungen, was das Vanilla-Spiel angeht, ohne Add-ons. Ich habe allerdings keine, also wirklich keine Erfahrungen, was Long War 2 angeht. Also ich habe schon einmal gestartet, habe geguckt, ob alles stabil ist, aber ich habe nicht weitergespielt. Das heißt, es wird sehr viele Feature geben, die ich nicht kenne. Es wird sehr viele Taktiken geben, die ich nicht kenne. Wenn ihr also ein perfektes Spiel haben wollt von jemandem, der alles kennt, geht woanders hin. Ne? Ich will das alles schön Schritt für Schritt rausfinden. Ich will das alles denn kennenlernen. Ich werde Fehler machen, aber die werden wir auch hoffentlich wieder ausbügeln können. Und wenn nicht, wird einfach neu gestartet. So haben wir es bei Long War ja auch gemacht. Und dann ist der neue Start wesentlich flüssiger als der erste. Aber genug geredet. Ich möchte jetzt starten. Wir spielen auf Veteran. Es gibt hier leider keinen Hinweis, auf welchem Schwierigkeit man spielen sollte. Bei XCOM 1, also Long War 1, wurde vorgeschlagen, dass man wirklich auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad spielt. Allerdings ist hier dafür keine extra Erklärung. Also gehe ich davon aus, dass Veteran normal ist für Long War 2. Können nach dem Start der Kampagne auch eingestellt werden. Das Tutorial wird mit diesem Mod nicht aktiviert. Okay. Einsteigertexte lasse ich an. Untertitel. Ja, ich mache Untertitel mal an. Das könnte hilfreich sein im Eifer des Gefechts, wenn mal irgendwas untergehen sollte. Weil ich ja auch über den Kommentatoren hier drüber spreche und die über mich und so weiter. Also, klingt nicht schlecht. Iron Man Modus aktivieren. Nein. Aus den bereits erwähnten Gründen. Das sind die beiden DLCs dazu, oder Add-ons. Alienjäger und das Nest. Also Alienjäger sorgt dafür, dass quasi Bossgegner eingefügt werden und auch besondere Waffen, um besagte Bossgegner zu töten. Macht das auf jeden Fall sehr interessant, weil die können random auftauchen und sehr problematisch sein. Jedenfalls, wenn man den Steam-Kommentaren trauen darf. Und Shens letztes Geschenk, also Shen ist aus XCOM 1, fügt Roboter ein, wenn ich es richtig gesehen habe. Also klingt auch sehr interessant. Beides aktiv, beides kommt mit. Das Intro. Die Spannung steigt und Stadtzentren auf der ganzen Welt bereiten sich auf die Feierlichkeiten zum 20. Einheitstag vor. Auf dem Platz der großen Übereinkunft feiern Tausende die Gründung der Advent-Koalition. Gemäß der Versprechen an die Menschheit werden bis zum Ende des Jahres 12 neue Gentherapiekliniken in ausgewählten Städten eröffnet. Trotz des versuchten Angriffs einiger Randsubjekte wurden die Operationen in der Pariser Einrichtung zum Glück nicht beeinträchtigt. Als Antwort auf den grundlosen Angriff kurz vor unserer geliebten Feier richtet der Redner einige Worte an uns. Einige Dissidenten wiederholen sämtliche Fehler der alten Welt. Während wir einen wohlwollenden Erlöser feiern, der nichts als Freundschaft und Mitgefühl anbietet. Und doch könnten diese trivialen Taten niemals das Band zwischen der Menschheit und den Ältesten durchtrennen. Frieden
Regierungstruppen haben vorsorglich bereits mehrere landesweit bekannte Kollaborateure verhaftet. Advent versichert allen Bürgern erneut, dass die heutigen Feierlichkeiten wie geplant stattfinden werden. Perfekt. Central. Sie hatten recht. Heute sind sie wirklich voll beschäftigt. Konzentration. Los, Gate Crasher. Noch 60 Sekunden. Wie ihr auf jeden Fall schon mal sehen konntet, das Setting ist ein vollkommen anderes. Also wir sind jetzt nicht mehr die Verteidiger der Menschheit quasi, sondern die Erde wurde übernommen von den Aliens. Und wir sind der Untergrund. Wir sind die Dissidenten und die Propagandamaschine ist im vollen Gange. Das heißt, die meisten Leute werden so konditioniert, dass sie uns nicht vertrauen. Aber wir kämpfen trotzdem für die gute Sache. Und die Frisuren. Ja, man kann also wesentlich mehr auch hier feintunen, gibt es auch extra Add-ons für. Das werde ich alles später machen. Und auch, wenn ihr wieder dabei sein wollt, ähnlich wie bei XCOM 1, einfach den Namen und eure gewünschte Klasse unten in die Kommentare schreiben. Also am besten nur den Nickname, also einen einzelnen Namen, idealerweise ohne Nummern, und eine besondere Klasse, falls ihr eine besondere Klasse haben wollt. Wobei ich von vornherein sagen muss, es gibt hier neue Klassen bei Long War 2, also vielleicht erst mal schon weiter gucken. So, Operation Gatecrasher. Das ist auch neu. Das gab es vorher im Originalspiel nicht. Finde ich auch ein ganz nettes Feature, dass man halt sieht, wer von vornherein mitkommt, um das Warten hier in dem Menü ein bisschen interessanter zu gestalten. Also, Mission, neutralisiere alle Feinde. Klingt gut. Feindliche Truppen überfallen. Advent bewegt seine Truppen normalerweise in großen Gruppen, aber wir haben eine kleinere entdeckt, die allein unterwegs und somit angreifbar ist. Ein gut koordinierter Angriff wird den Advent-Einfluss in diese Region verringern und uns die seltene Gelegenheit bieten, die Leichen der Feinde für Forschungszwecke zu bergen. Der Trupp ist verborgen. Ja, auch ein neues Feature mit der Verstohlenheit gab es in XCOM 1 auch, allerdings war es da für die Scout-Klasse exklusiv und es war relativ buggy. Hier kann sich die gesamte Gruppe jetzt bewegen und es wird erst ein Kampf ausgelöst, wenn ein Gegner oder eine Kamera oder ähnliches uns sieht. Und wir können auch in Overwatch gehen, schießen aber nicht, sobald wir den Gegner sehen, sondern erst, wenn das Concealment, also das Getarnte hier, aufgebrochen wird. Also man kann damit sehr schön taktisch arbeiten. Das haben sie auch gut umgesetzt und macht das Spiel wesentlich interessanter. Ja, wo gehen wir denn mal lang? Also wenn ein Gegner uns sehen könnte, dann würde man auf dem Boden so eine roten Flächen sehen. Da sieht man dann um die Kameras rum, aber auch um Zivilisten, die dann Alarm schlagen. Weil für die Zivilisten sind wir der Feind. Also für die meisten Zivilisten zumindest. Weil wir die Ordnung stören wollen und Advent stören wollen. Und Advent sind ja so lieb und sorgen für diese Genzentren, wo dann alle Krankheiten geheilt werden. Ja? Ziehe los. Da müssen wir ein bisschen gegen ankämpfen. An unser eigenes Image. Was übrigens auch ganz cool ist, wenn man dann mehrere Missionen gemacht hat und bestimmte Soldaten auch höhere Ränge erreichen, dann sieht man auch Bilder
von diesen Soldaten auf so Wanted-Postern, also Holo-Postern, in der Stadt verteilt. Das ist ein sehr kleines Detail, aber finde ich super, wenn man dann seine eigenen Charaktere wiedererkennen kann. Gerade hier bei uns, da wir ja auch mit Zuschauernamen spielen, könnt ihr euch denn auch auf solchen Postern mal wiedererkennen. Aber da jetzt hier keine Feinde direkt in der Nähe zu sein scheinen, renne ich mal auch ein bisschen. Wird gemacht. Sonst dauert es zu lange, bis ich wirklich vorankomme. Ja. Keine Kontakte in Sicht, dann weiter dahin. Ebenfalls eine Veränderung zum Vanilla-Spiel ist, dass man wesentlich mehr Soldaten hat. Ähnlich wie es bei XCOM 1 ja auch war, von Vanilla auf Long War, startet man mit wesentlich mehr Soldaten. Was Vorteile und Nachteile hat. Man muss halt auch wesentlich mehr Soldaten kaufen, man muss einen größeren Pool haben an Soldaten. Und die Gegner wurden auch angepasst. Also es ist nicht so, dass der Spieler jetzt doppelt so viele Soldaten hat und die Gegner haben wesentlich weniger. Es wurden auch viele neue Gegnerarten eingefügt, neue Gegnerwaffen. Soll alles in allem sehr ausgeglichen sein. Also die Vorteile, die der Spieler bekommt durch die Modifikationen gegen die Vorteile, die die KI bekommt. Das waren jetzt alle bis auf die drei hier. Heading there now. Eine Sache, die mir auch noch sehr, sehr gut gefällt, ist die zerstörbare Deckung. Im ersten Teil gab es das ja auch, teilweise. Hier wurde es auch wirklich auf die Spitze getrieben. Also man kann so gut wie alles zerstören. Man kann auch über mehrere Ebenen Dinge zerstören, also fast komplette Häuser. Wenn man den Boden unter Gegnern zerstört, fallen die runter, kriegen dadurch auch noch Fallschaden. Man muss selber auch darauf achten, wo man steht, weil die Gegner können das gleiche bei einem auch machen. Und das ist, ja. Also es hat schon sehr viele interessante neue Feature, das Spiel. Auch ohne die Modifikation. Allerdings, begebe mich zum Ziel. Die Kampagne ist doch für mich zumindest ziemlich linear gewesen. Man hatte nicht so viele Möglichkeiten wie vorher, auch der Basenbau, in Anführungszeichen. Es fehlt mir einfach zu viel. Aber das durch die Modifikation kommen da auch neue Sachen zu, dass das Ganze ein wesentlich schmackhafter macht. Und die Entwickler haben ja auch von vornherein stark mit den Modmakern zusammengearbeitet. Also schon vor Release Zugang veröffentlicht und so weiter. Das merkt man auch daran. Also ist alles relativ solide. Und da haben wir erst das Mal Sicht. Die Erdbeeren scheinen fähiger als die normalen Fußtruppen zu sein. Wir wissen aber nicht, ob es an der Ausbildung oder der Gedankenkontrolle liegt. Ja, wieder Central, wieder im ersten Teil. Hat man auch in dem Intro-Video gesehen. Also ich habe ihn am Anfang nicht wiedererkannt. Aber man sieht noch öfters Leute aus dem ersten Teil. Und man spielt selber ja auch den Commander aus dem ersten Teil. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum sie sein Auftauchen rausgenommen haben. Also normalerweise im Vanilla-Spiel ist die erste Mission, dass man sich selber quasi befreit, den Commander. Das ist hier jetzt nicht mehr so. Bestätigt, rücke aus. Okay, die hier sind alle auf der vollkommen falschen Seite. Ich muss aber ein wenig Abstand lassen zu dem Feind. Weil die werden sich bewegen. Und sobald deren Sichtradius halt mit unseren Männchen überlappt, werden wir aufgedeckt. Und ich würde das Aufdecken gerne kontrollieren. Also, dass nur aufgedeckt wird, wenn ich das möchte. Damit alle meine Soldaten einmal auf den Feind schießen können, bevor er Deckung sucht. Ja, deswegen fahren wir jetzt auch schon mit Feuerschutz an. Alt-O funktioniert leider nicht mehr. Das war früher eine Tastenkombination, damit alle in Overwatch gehen. Falls es sowas doch gibt, bitte her damit. Mit der Information, wie. Mir entgeht nichts. So, die bewegen sich jetzt in unsere Richtung. Das ist nicht gut. Ein Offizier, zwei normale Soldaten und eine Drohne. Gut, wir wurden nicht aufgedeckt, aber wir sind relativ nah dran. Das heißt, es ist recht wahrscheinlich, dass die gleich schießen werden. Wir müssen uns nur entsprechend positionieren. Ich habe jetzt mehrere Möglichkeiten. Ich könnte mich jetzt hier hinbegeben. Schon unterwegs. Einfach in Overwatch gehen und darauf warten, dass die nächste Runde dann uns sehen. Dann werden wir alle schießen, weil die sich bewegen. Aber die stehen gerade so schön auf dem Cluster. Ich
könnte also auch eine Granate werfen. Und ich denke, ich mache eine Kombination aus beiden. Das heißt, ich positioniere mich so, dass ich schön von allen Seiten auf den schießen kann. Und einer von denen... und einer von meinen Soldaten wirft eine Granate. Idealerweise tötet er nicht alle, weil ähnlich wie früher droppen sie dann keinen Loot. Und hier können gewisse Soldaten auch Sonderloot droppen, also Upgrades für Waffen oder erforschbare Dinge. Deswegen ist es schon vorteilhaft, wenn man nicht zu viel mit Explosionswaffen arbeitet. Ah, du bist ein bisschen weit weg. Bin dabei. Vielleicht noch eine Runde warten? Nee, komm, den Trupp sollten wir auslöschen können, bevor der irgendwas macht. Das heißt, wir gucken mal, wie weit du werfen kannst. Nicht weit genug. Da du nicht weit genug werfen kannst, machst du Feuerschutz. Overwatch. Du kannst auch nicht weit genug werfen. Das ist auch Feuerschutz. Ist viel zu weit weg. Move. So, du könntest die Granate werfen, richtig? Auch nicht. Okay. Das bringt das Ganze jetzt ein wenig durcheinander. Schade. Moving. Feuerschutz. Du bist schon mit am nächsten dran. Ne? Na gut, dann... Na, das Problem ist, die könnten den Sie flankieren. Kann sich einer von euch noch ganz bewegen? Nein, alle schon eine Bewegung gemacht. Blendgranaten, kannst du die... Oh, Blendgranaten kann man weiterwerfen. Desorientiert alle Feinde im betroffenen Bereich. Das klingt sehr gut. Das heißt, die gehen jetzt alle in Overwatch. Overwatch. Bleibt nur noch sie. Und sie wirft jetzt eine Blendgranate. Lichtblitz! Husch. Und? Concealment müsste aufgelöst werden? Yep. Diese Einheiten bilden im Großteil der Truppen, mit denen wir zu tun haben. Sie sind diszipliniert und sind ausgerüstet, aber ihr Gehorsam ist erreichbar. Adjusting aim. Ja, gib ihm. Ja. War solide. Man konnte jetzt auch gleich viele neue Eigenschaften mit dem Spiel sehen. Also zum einen schießen nicht mehr alle gleichzeitig, sondern sie schießen nacheinander. Wenn dann sein Gegner... Oh. Okay. Wenn also ein Gegner den Overwatch auslöst... und es sind 6 Leute, die auf ihn schießen könnten, dann werden wahrscheinlich nur 2 schießen, weil er dann tot ist. Und die anderen 4 können uns quasi aufbewahren für den nächsten, der sich bewegt. Dann mache ich das. Einfach. Debuff, ja. Das ist eine Sache gewesen. Und dass die Treffer jetzt auch Streifschüsse sein können und Volltreffer und so weiter. Also es ist noch ein kleiner Glücksfaktor mit drin, was das Ganze teilweise unpraktisch macht. Aber es kann halt auch für unser Vorteil sein. 69% auf dir, 37% auf dich. Warum hast du da 2 Pfeile runter? Strafen, desorientiert. Erleidet Abzüge auf Mobilität und Zielsicherheit. Ah, okay. Was heißt strafen? Strafen. Ach, strafen. Okay. Ich dachte schon, ich soll jetzt strafen. Ich will nicht seitlich gehen. So, bevor ich mich allerdings bewege, schaue ich mal, ob hier noch ein anderer Trupp ist. Weil die müssten jetzt hier alle herbeigerufen werden. Aber wir sind ja in einer feindlichen Stadt. Das heißt, ne, wenn Alarm ausgelöst wird, kommen alle her, die in der Nähe sind. So, ich gehe mal auf den hinteren, weil der schwerer zu treffen sein sollte. Gut. Bleibt noch die Drohne. Running Dry, du hast keine Munition mehr. Okay. Ja, Rüstung. Unsere Leute starten aber auch standardmäßig mit 2 Punkten Rüstung. Das heißt, der Treffer auf sie hat nur die Rüstung angekratzt.
was wichtig ist für Krankenhausaufenthalt und ähnliches. Ach, daneben. Killcam bedeutet, wie ihr gerade sehen konntet, jetzt auch nicht mehr automatisch, dass es wirklich ein Kill ist. Das heißt, man kann auch eine sehr dramatische Killcam haben und es passiert nichts. Zufrieden? Okay, das war Trupp Nummer 1. Wir wissen nicht, wo Trupp Nummer 2 und oder 3 sind, wenn es noch welche gibt. Deswegen suche ich mir jetzt schön volle Deckung. Aber gefühlt... Naja... Gefühlt geht's eher in die Richtung, also Richtung von mir gewählten Norden. Das heißt, ich werde mich dahin auch begeben mit meinen Leuten. Muss ich schön zusammenbleiben. Ohne Overwatch, ohne alles. Einfach nur schön vorlaufen, eine Feuerlinie hier bilden und warten, dass der Gegner kommt. Achso, du bist noch desorientiert, ne? Okay, trotzdem kannst du eine volle Deckung schnappen. Desorientierung entfernt, gut. Keinerlei Hinweis, wo Gegner sein könnten. Also kein akustischer Indikator oder ähnliches. Aber ist nicht schlimm, gibt uns mehr Zeit. Allerdings können feindliche Truppen hier auch von Dropschiffen abgeworfen werden. Teilweise an sehr ungünstigen Stellen, wie ich im Vanilla-Spiel feststellen musste. Und auch mehrfach über mehrere Runden verteilt und Sondereinheiten und. Also es kommt richtig schön Stimmung rüber. Und auch Druck. Dass man quasi aushalten muss, wie die Wellen an der Feuerwand zerbrechen. Watch. Guck mal da, den Gang runter, ob da irgendwas ist. Nö. Okay. Ist schon mal eine gute Linie hier. Lauf mal da hin. Position bestätigt. Also sollte nichts an uns sich vorbeischleichen können, was aus dem Norden kommt. Wenn es was aus Osten kommt, dann ist es problematisch. Jetzt kommen wir ein bisschen raus. Ja, scheint eine etwas größere Karte zu sein. Moving to position. Mach die Tür auf. Jep. Nix drin, aber alles sieht schön high-techy aus. Was ist das überhaupt? Ist eine Bar? Nein. Verdächtig. Achso, das soll ein Labor sein. Mit den ganzen Fläschchen da. Ha. Okay, bin unterwegs. So, alle nach und nach. Nichts. Vorziehen. Ja, wobei. Noch ein wenig mehr aufteilen. Was an sich problematisch ist, sich zu sehr aufzuteilen, das ist richtig. Allerdings, da es die erste Mission ist, gehe ich stark davon aus, dass hier nicht so viele Truppen sein werden. Ich kann auf dem Dach hochgucken. Wobei ich jetzt halt beachten muss, dass mir nicht der Boden unter den Füßen weggesprengt wird. Stopp, vor die Tür aufmachen, damit wir auch da reingucken können, falls hier Truppen auftauchen. Und du mal die Seitengasse hier, die übrigens schön vollgetaggt ist. Oh oh, Südosten. Okay. So viel dazu. Oh, da ist was Neues, das kenne ich nicht. Der da sieht anders aus. Also, komplette Kehrtwende. Und los geht's. Ich kann mich aber einfach im Haus verstecken, richtig? Volle Deckung, die müssen zu mir hin. Jo, super.
mit den anderen? Du von da oben wirst nicht wirklich was machen können. Du kannst nicht von hier oben drüber springen, nein. Dann hier hin. Es waren jetzt noch drei andere, ne? Hier ist überall nur halbe Deckung. Hier könnte klappen. Kommst allerdings noch nicht dahin. Nee. Aber die werden eventuell zu den vollen Deckungen hier vorrücken. Dann komme ich nächste Runde mit denen ran. Ja, Orch. Ja, mit zu ihr. Wobei ich jetzt hoffe, dass die Deckung da nicht weggesprengt wird. Die Werbungsdinger da werden bestimmt nicht so viel aushalten. Jawohl! Ein kleiner Zwischenstopp hier drin. Also wir hätten jetzt schon mal zwei Leute hier, die schießen könnten, aber jeweils nur mit 30% rum. Es gibt keinen. Wie hieß das noch? Stabilisierenden Schuss. Dass man eine Runde nichts macht, zur nächste Runde besser treffen kann. Ja, mach Feuerschutz. Haben auch alle nicht mehr so viel Munition, sehe ich gerade. Nur noch einen Schuss. Hätte ich vielleicht auch noch früher dran denken sollen. 35%. Ja komm, probier mal. Nur um die so ein bisschen unter Druck zu setzen. Nein. Das heißt, sie muss nächste Runde nachladen, aber man kann jetzt nachladen und dann trotzdem noch schießen. Das ging vorher ja nicht. Also braucht man extra Fähigkeit. Du bist viel zu weit hinten. Genug gewartet. Dafür bist du aber auch die angeschlagen. Das ist okay. So, schauen wir mal, was die jetzt machen. Vorrücken wir ideal wegen Orch. Was ist das? Ah, okay. Reanimiert. Die Toten finden keine Ruhe. Die Aliens können sie per Gedankenkontrolle steuern. Nix. Komm, schön weiter. Gott. Drei Füße nur. Daneben. Das war's auch schon mit Overwatch. Wenigstens hält die Deckung. Der Reanimierte kann diese Runde noch nichts machen, aber ab nächster Runde ist er auch einsatzfähig. Allerdings nur im Nahkampf, wenn sie da nichts verändert haben. Wow. Suppression. Kennt ihr vielleicht noch. Das war aber gerade Flächensuppression. Das heißt, er hat drei auf einmal suppressed. Das heißt, der muss auf jeden Fall möglichst schnell ausgeschaltet werden. Okay, du bist zu weit weg. Keiner von euch ist im Overwatch? Ne, haben alle was gemacht. Dann rück bitte. Hast keine Munition. 25%, das ist mau. Ja, den müsste ich jetzt erwischen. Ich könnte versuchen, eine Blendgranate einzuwerfen und hoffen, dass die Blendgranate den Suppression aufhebt. Testen. Fiep. Feuerschutz entfernt. Okay. Das merke ich mir schon mal. Also die Blendgranaten werden dann ein wichtiges Tool sein. Genauso wie Deckung wegsprengen auch schon. Ach, das ist ein. Ist okay. Deckung wegsprengen war ja auch schon immer ein wichtiges Tool von mir, ne? Allerdings hält die Deckung hier leider, da wir noch so eine popeligen Frisselgranaten haben. Ja, geh mal auf Suppression. Quatsch, auf Overwatch. Für das Zombie-ähnliche Ding. Ist es auch sicher?
sagt der, der gerade durch die Glaswand gesprungen ist. Gebe Feuerschutz! Keine Muni. Du kannst jetzt nachladen und da noch was machen, richtig? Ja. Das heißt, deine Bewegung, also einen Aktionspunkt quasi, der gebraucht wird zum Nachladen, den zweiten kann er nutzen, wie er möchte.